Über Zucker und Proteine. Zucker ist hydrophil. Das bedeutet, dass Zucker sehr viel Wasser anzieht. Und die Muskeln brauchen auch die Zucker. Aus dem folgenden Grund, weil sie Energielieferanten sind. Lieferanten sind. Ja. Und dann kann man auch sagen, wenn wir jetzt betrachten, ist es folgendermaßen so aufgebaut, wenn das gezeichnet wird. Sieht so innen aus und es gibt, man kann sagen, eine Farbe, die zweite Farbe, dritte und vierte. Und das wiederholt sich immer wieder bis zum Ende vom Strang. Das heißt, hier ist dann wieder 1, 2 und so weiter. Wenn man das mit Farben darstellt, sieht das dann so aus. Und zum Beispiel angenommen diese andere Farbe, ja. Und dann wiederholt das sich immer wieder. Das heißt, jetzt kommt hellblau und dann orange. Und so weiter. Und wenn wir jetzt über die Proteine sprechen, ist das so, dass die Proteine einen hierarchischen Ablauf haben. Hierarchisch, das heißt, es gibt etwas zuerst sehr Wichtigeres. Das heißt, es gibt eine Struktur. Das heißt, es gibt eine hierarchische Struktur und der Ablauf ist zufällig. Was sind aber Proteine? Das sind Polymere. Und mit den Polymeren gibt es ein anderes darüber erstelltes Video. Sind Polymere von Aminosäure. Polypeptiden. Und wie bereits erwähnt, hierarchisch auf gebaut oder stufenförmig. Es gibt eine Primärstruktur. Was ist das? Wenn es eine lineare Abfolge der verbundenen Aminosäuren. Und das kann man zusammenfassen in einer Polypeptidkette. Dann gibt es eine Sekundärstruktur. Und das ist eine
regelmäßige Kette. Als Alpha Helix und schraubenförmig und Beta Faltenblatt zickzackförmig. Sowie Loop beziehungsweise schleifenförmig. Und dann gibt es super sekundäre Struktur. Das ist, wenn Helix, Loop, Helix als Motive in dreidimensionaler Darstellung. Es gibt aber auch eine Tertiär- und Quartierstruktur. Und es ist eine räumliche Anordnung. Sekundäre Strukturelementen. Das heißt, letztendlich, das ist einfach eine dreidimensionale Form von Proteinketten. Die Quartierstruktur, wenn mehrere Ketten miteinander kombiniert werden, zum Beispiel Hämoglobin aus vier Globulinketten. Und der große Vorteil ist, ein Riesenprotein aus Teilchen zusammensetzen. Beim nächsten Mal, es gibt ein paar Bilder zum Verständnis von Primärstruktur, Sekundär, Tertiär und Quartierstruktur.